Wir sind mitten in unserer Hausmesse und das Schöne an Hausmessen ist, wir haben immer auch netten Besuch. Hallo, die Martina Effenberger steht neben mir. Hallo, grüß dich. Die Martina ist Expertin für Pfaff, Husqvarna Viking und Singer. Jawohl. Und ich frage ja immer, wenn ich so durch die Runde gehe, was denn die einzelnen Markenbotschafter, kann man ja auch sagen, zurzeit so für ein Steckenpferd haben und was sie gerne vorführen. Was ist denn zurzeit dein liebstes Kind? Mein liebstes Kind ist die MySonet-App. Okay, was ist das? Was das ist? Wir können drahtlos Dateien senden. Mhm. Wir können über eine App Fotostitch benutzen oder einen QR-Code kreieren. Also die Funktion, auf die gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Das zeigen wir dann auch im Detail. Wichtig ist, es ist eine App für Android und Apple. Jawohl. MySonet hat den gleichen Namen wie das Programm, das es gibt für Windows und Apple. Jawohl. Mit einer Cloud-Anbindung, also eine sehr umfassende Suite, auf die man dann auch quer zugreifen kann, genau, auf Stickdateien aus der Cloud etc. pp. Und um das Ganze zu zeigen, haben wir uns eine Maschine ausgesucht. Das ist hier die Designer Ruby 90 von Husqvarna Viking. Richtig. Warum haben wir uns ausgerechnet diese Maschine ausgesucht? Du hast die ausgesucht. Ich habe sie ausgesucht, weil sie einmal den schönen großen Bildschirm hat und sie ist WLAN-fähig. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir eine App vom Tablet oder fürs Handy nehmen wollen, um das mit der Maschine zu verbinden, brauchen wir WLAN. Ja. Genau. Und ich zeige darauf, da ist so eine kleine Wolke und das ist die Cloud. Und über die Cloud kann ich senden von der Maschine oder von meinem Tablet, wenn ich ein Foto erstellt habe. Aha, okay. Jetzt ist das ein ziemlich großer Oschi. Das ist keine reine Stickmaschine, das ist eine Kombimaschine. Kombimaschine, Näh- und Stickkombi. Und der Vorteil bei der Maschine ist, du musst das Aggregat nicht abnehmen, sondern du kannst mit dem Stickaggregat sofort in den Nähbereich springen, indem du nur mit dem Finger auf den Bildschirm drückst und sie ist im Nähbereich. Und sie ist ordentlich groß. Also ich würde mal sagen, mindestens gehobene Mittelklasse, von der Größe her eindeutig schon Oberklasse. Jawohl. Das ist sehr groß, das sieht man auch schon am Stickrahmen, der hier reinpassen soll am Ende. Das ist ein Stickrahmen, der ist 360, ich glaube, so rum gehört er, ne? Ja. Jawohl. 360 mal 260, über DIN A4 groß, da wird mein komplettes T-Shirt fast schon reinpassen. Genau. Das ist schon ein ordentlich großer Stickrahmen. Und er ist im Lieferumfang dabei. Okay. Ja, so viel größer geht es, glaube ich, auch nicht, ne? Doch, wir können noch ein Stückchen größer. Wir haben noch einen Stickrahmen, der hat zweiseitige Halterungen. Okay. Und der hat dann die Größe von 360 mal 350. Also fast quadratisch das, was der in der Höhe hat. Muss man natürlich dann auch sagen, der würde dann nicht mehr komplett in die Tiefe passen. Deswegen behilft man sich mit dem Trick, dass man die eine Hälfte auf der Seite einspannt, ihn dann umdreht, die andere Hälfte auf der Seite stickt. Jawohl. Aber man spart sich, den Stoff zweimal einzuspannen. Richtig. Und das Zusammensetzen von zwei halben Stickhälften geht dann dementsprechend nahtloser und komfortabler, genau, ohne dass man Gefahr läuft, dass da irgendein Ansatz nicht richtig stimmt. Genau. Und dann haben wir ja, weil wir bei dem Thema Cloud und MySonet Library und so weiter sind, das Thema, dass wir eine Leihbücherei haben, die nennt sich Library. Mhm. Und da sind natürlich auch solche Stickdateien vorhanden für den ganz großen Stickrahmen 360 mal 350. Wahnsinn. Wir reden aber ja eigentlich nicht über die Maschine und wie groß sie ist, sondern wir reden ja tatsächlich in diesem Video speziell über die MySonet-App. Jetzt würde ich sagen, halt die doch mal so schön dahin, dass man die in der Kamera da hinten sieht. Ja. Du hast jetzt hier ein Android-Tablet und gibt es, wie gesagt, auch für Apple. Und da sieht man gleich, man wird begrüßt von vier Symbolen. Was du mir vorhin gezeigt hast, war die Sache mit dem QR-Code. Die fand ich ganz lustig. Ja, also gehen wir nochmal auf den QR-Code. Mhm. Ich schreibe einfach wieder einen Namen. Mit jedem Buchstaben verändert sich der QR-Code. Jawohl. Und dann im Prinzip schließe ich dieses Schreibbrett und kann hier unten jetzt einen kleinen Schritt wieder weitergehen. Mhm.
Dann kann ich mit dem Schieber, der ist hier oben, die einzelnen Quadratgrößen noch etwas größer stellen. Was dann halt dementsprechend dazu führt, dass der komplette QR-Code größer oder kleiner wird. Wie groß der QR-Code ist, macht ja nichts aus, weil nur der Abstand vom Handy, mit dem genau. man das dann später und scannt. Man hat ja auch gesehen, die App rechnet es direkt in der App um, in den größeren Zustand. Mhm. Und man sieht dann auch hier oben die eigentliche Größe. Mhm. Und dann kann ich im Prinzip auf den Versendemodus gehen. Das heißt, ich könnte jetzt wieder direkt an meine Cloud das Ganze schicken. Das unten ist die das Wolke. Das kleine Wolkensymbol. Jawohl. Wir gehen noch mal ein bisschen noch näher drauf, dass man das auch richtig gut sieht. Ja. Ja. Aber wir wollen es ja an die Stickmaschine ganz sticken. Ganz genau. Und da haben wir hier so einen ganz kleinen Flieger abgebildet. Ich drücke auf den Flieger und jetzt, siehe da. Es werden drei Maschinen jetzt bei uns in der App angezeigt. Das liegt daran, dass hier im Laden ein paar Maschinen stehen, die gerade alle im gleichen Netzwerk sind und die alle von der App erkannt werden. Und wir haben aber vorher natürlich schon die Ruby 90 mit der App verbunden. Genau. Und jetzt bitteschön. Gehe ich mit dem Fingerklick auf die Ruby. Und jetzt könntest du am Bildschirm im Prinzip sagen, ja. Ich möchte zulassen, dass da was gesendet wird und schon ist der QR-Code, den wir in der App erstellt haben, auf der Maschine und die App sagt Design gespeichert. Und wir waren natürlich so fleißig und haben das vorher mal, du hast das vorher mal geplottet, aber ich glaube, gestickt, Entschuldigung. Aber ja, das ist genau der QR-Code. Das ist dein Name. Ganz genau. Okay, jetzt muss ich mal mein Handy nehmen und gucken, ob das auch funktioniert, weil wir wollen ja... Ich lege das schon mal weg. Wir sind jetzt mal mutig. Wir haben das nicht getestet, aber ich scanne jetzt ganz einfach mal den QR-Code und siehe da, hier oben steht Martina. Also das hat es erkannt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das ist schon mal gut. Wir legen das mal auf die Seite. Kann die App denn noch mehr? Also wir reden hier tatsächlich von einer kostenlosen App. Von einer kostenlosen App. Also man muss nicht die MySawNet PC-Software Vollversion besitzen, um die App nutzen zu können. Sehr gut. Der Kunde muss sich nur bei der Cloud registrieren. Und dann auch das ist kostenlos. Das ist kostenlos. Okay. Und dann im Prinzip die Maschine in das hauseigene WLAN bringen und dann die Maschine mit dieser Cloud verbinden, weil sonst geht die Sendeoption nicht. Mhm. Diese App funktioniert ja übrigens nicht nur für Pfaff, für Husqvarna Viking, sondern auch für Pfaff. Genau. Und auch für Singer-Maschinen, solange die Maschinen halt WLAN-fähig sind. Ganz genau. Und an dieses MySawNet angeschlossen sind. Und du hast mir vorhin noch was anderes gezeigt. Du hast vorhin ein Foto bzw. ein Bild vorbereitet für die Stickmaschine. Zeig mir das doch mal. Das ist jetzt dann die Funktion Fotostitch. Ich gehe auf die Funktion Fotostitch. Mhm. Und dann auf meine eigene Bildergalerie. Mhm. Also man könnte auch erstmal ein Foto machen. Ginge auch. Aber wichtig ist, dass das Foto starke Kontraste hat. Also im allerbesten Fall natürlich ein Schwarz-Weiß-Bild. Und jetzt hat man schon gesehen, das war vorher eine schwarz-weiße Fläche und die App hat direkt ja, so ein Krisselmuster daraus ganz gemacht. Ganz genau, das nennt sich also die Sticktechnik, nennt sich Skettle. Okay. Und es sieht am Schluss auch sehr interessant aus. Und das kann ich jetzt auch wieder entweder an die Cloud versenden oder auch wieder direkt an die Maschine. Mach doch mal direkt an die Maschine, was dann passiert. Das wird jetzt interessant. Ja, dann mach. Achtung. Aha, er sagt jetzt Design gesendet und plötzlich liegen hier zwei Stickmotive. Nämlich der macht sich nicht die Mühe, erstmal das alte Stickmotiv zu entfernen, sondern der sagt sich, naja, der will mir ein Stickmotiv senden, ich kombiniere das ganz einfach. Genau. Genauso wäre das auch an einer Pfaffmaschine wahrscheinlich. Genau. Und um mal zu zeigen, wie das aussieht, haben wir hier so ein paar Sachen schon mal gestickt. Das ist ein putziger kleiner Bär, aber man sieht, die Kanten sind gut erkennbar. Der hat ein Herz in der Hand. Das Herz hast du wahrscheinlich vorher... Vorher mit der Software. Ich habe mir das... Das war ein fertiges Motiv vermutlich, oder? Das Herz ist im Prinzip in der Sticksoftware in MyDesigns und das habe ich der Größe dann einfach unten drunter angepasst. Okay. Und dann noch so eine Tänzerin, aber auf jeden Fall sehr gut als Fläche zu erkennen, was es sein soll. Genau. Kann die App denn sonst noch was? Jawohl, wenn die Maschine jetzt im Stickverlauf ist, dann bekomme ich im Prinzip über diese Monitor-App
Hier sage ich jetzt in dem Fall dann die Designer Ruby. Und wenn die Maschine läuft, bekomme ich hier im Prinzip immer kleine Fenster, die dann aufpoppen und mir sagen, entweder der Faden ist zu Ende. Können wir hier schon mal so weit gehen, dass man sieht, wie das denn in der Monitor-App aussieht? Ja. Wir haben ja noch einen Stickrahmen übrig. Ne? Genau. Ich glaube, wir müssen einen Stickrahmen erstmal einsetzen. Genau. Und dann müssen wir hier unten erstmal auf Go gehen. Du müsstest aber vorher? Nee, vorher, alles vorher. Wir müssten hier erstmal den QR-Code, das ist jetzt das Schöne, dass man mal sieht, wie man das Ganze löscht. Ich setze es in die Mitte, wir gehen auf Go, wir sagen nochmal ein Stück weiter und so kann ich dann den Rahmen an das Ganze anbringen. Wir haben auch vorher ausgewählt, welchen Rahmen wir anbringen wollen. Genau. Das ist also, ich mache das jetzt mal, ich glaube, ich kriege das hin. So, muss ich da was drücken oder einfach nur ganz gerade nach hinten schieben. Ganz genau. Ohne Gewalt? Ganz genau. Und dann im Prinzip hier bestätigen. Ich mache den Bildschirm mal auf, dass man jetzt sieht, weil jetzt sieht man hier ein Fadenkreuz. Wo er anfangen würde zu sticken. Ganz genau. Und dann haben wir hier den Startpunkt. Okay. Wir haben jetzt gerade keinen Faden drin. Hast du den Fadenbecher da ausgeschaltet? Nein. Und man sieht schon, sie läuft. Sehr schön. Wir machen direkt mal auf Stopp. Ja, schau. Ah, die Maschine hat angehalten. Okay, also das heißt, die App sagt mir, wenn ich mich von der Maschine wegbewege, was die Maschine gerade tut, ob sie noch stickt, ob ich Faden wechseln muss, ob ich Farbe wechseln muss, ob Unterfaden oder Oberfaden leer geworden ist, ob sonst irgendein Problemchen gibt oder ob sie schon fertig ist. Also ganz ich kann in der Zeit ganz in Ruhe was anderes machen. Ganz genau. Das ist sehr schön. Ja, das ist ganz komfortabel, eine schöne Funktion, die es dann, wie gesagt, für Maschinen gibt von Pfaff, Husqvarna, Viking und auch von Singer. Da kommt noch was auf uns zu. Ich sag's mal schon, das wird dann ein exklusives Produkt für den Online-Handel sein. Jawohl. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, warum sollte man so eine Maschine direkt bei uns kaufen? Und du warst vor ein paar Wochen bei uns am Sticksonntag. Mhm. Wie hat es dir denn da gefallen? Super gut, super gut. Nette, freundliche Kunden. Und was mir halt hier so gut gefällt, ist, dass die Kunden auch an dem Sticksonntag verschiedene Beiträge besuchen können oder, wenn sie Fragen haben, in dem Fall dann auf mich zukommen können. Und du warst da als Expertin, als Markenbotschafterin. Also wir hatten am letzten Sticksonntag 550 Kunden hier zu Gast und das waren alles Kunden, die bei uns eine Stickmaschine gekauft haben. Das ist nämlich ganz wichtig, denn nur wer bei uns eine Stickmaschine kauft, erhält überhaupt erst eine Einladung zum Sticksonntag. Es sei denn, Sie kennen jemanden, der eine Stickmaschine bei uns gekauft hat und der ist so freundlich und nimmt Sie als Begleitperson mit. Dann können Sie hierher kommen und können sich zu einer Stickmaschine beraten lassen, die dann bei uns kaufen und beim nächsten Mal selbst eingeladen werden. Ganz genau. Der Sticksonntag ist nicht der einzige Grund, warum man eine Stickmaschine bei uns kaufen sollte. Jeder, der eine Stickmaschine bei uns kauft, wird erstens mal an der Maschine beraten. Also er kriegt eine Kurzeinweisung, die dauert so ungefähr eine halbe Stunde plus minus, je nachdem wie groß die Maschine ist. Das machen unsere Berater vor Ort, auch wenn die Martina mal nicht da ist. Richtig. Wer die Maschine dann tatsächlich kauft, erhält zusätzlich eine Fließschulung. Das heißt, ihm wird erklärt, welches Fließ man für welches Projekt nehmen sollte. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit der Endverbraucher, der Kunde im Prinzip weiß, wenn er ein Handtuch zum Beispiel besticken möchte, dass er ein auswaschbares Stickvlies verwenden soll und kein ausreißbares Stickvlies, weil sonst im Prinzip es ja sehr kratzig auf der Haut ist. Mhm. Und wenn ich das auswaschbare Stickvlies benutze, bleibt mir am Schluss das Handtuch mit der Stickerei und es ist weich und angenehm. Übrigens beim Handtuch sogar noch ein auswaschbares Vlies oben drüber, dass das hochflorige Handtuch auch noch unten hält. Also das sind alles Sachen, die werden in der Vliesschulung einem gezeigt. Und außerdem gibt es auch noch Kurse bei uns. Wer eine Nähmaschine bei uns kauft, der darf bei den
Nähkursen teilnehmen. Das ist der Nähclub. Das sind so ungefähr 3 Projekte pro Jahr. Ja. Und wer eine Stickmaschine kauft, der darf beim Stickteam mitmachen. Das sind auch um die 3 Projekte pro Jahr. Und das sind dann immer so Halbtageskurse. Und an denen darf man sich nur anmelden, kann man sich nur anmelden, wenn man tatsächlich seine Näh- oder Stickmaschine gekauft hat bei uns. Hier hat man ja beides, also darf man beide mitmachen. Jawohl. Und on top, das ist so der Hardcore-Kurs, hast du schon mal was von unserem Stickseminar gehört? Ja. Das ist nämlich ein 2-Tage-Stickkurs. Der geht dann tatsächlich über volle 2 Tage. Das ist schon immer dann ein sehr großes Projekt mit immer sehr interessanten Techniken, manchmal auch mit Sonderzubehör. Und sehr gut vorbereitet vor allem, wirklich sehr gut vorbereitet. Wir geben uns dann immer die Mühe, machen Anleitungsvideos, die wir während des Stickseminars zeigen. Ja. Und mit diesen Videos und natürlich mit Kursleitern vor Ort stellen wir sicher, dass jeder am Ende des Stickseminars auch sein fertiges Projekt mit nach Hause nehmen kann. Und du, liebe Martina, du bist jetzt während unserer Hausmesse noch da. Ja. Und zwar am Donnerstag, Freitag und Samstag. Jawohl. Da kann man die Martina vor Ort treffen. Würde mich freuen. Und sich von ihr beraten lassen, zum Beispiel hier zur Ruby 90. Jawohl. Wann können wir dich das nächste Mal bei uns im Haus begrüßen? Ui, da habe ich noch ein kleines Schmankel, sage ich dazu. Ich komme noch mal im Oktober, da haben wir noch mal einen Nähkurs. Einen Nähkurs? Ganztägigen Nähkurs. Von der Martina. Jawohl. Na dann, ich würde sagen, ich freue mich drauf, dich dann wiederzusehen und wir sagen dann tschüss. Tschüss.